Wichtig ist, dass man sich die verschiedenen Fundplätze ansieht. Zwei ganz große gibt es. Einmal die Siedlungen, auf der anderen Seite die Bestattungen. Zu den Siedlungen sage ich nur ganz kurz etwas, da werden wir später noch mal ganz genau darauf eingehen. Grob gesagt, wir unterscheiden sesshafte und nicht sesshafte Lebensformen. Nicht sesshaft bedeutet, die Menschen lebten in Zelten oder Hütten, mussten flexibel sein und möglicherweise ihre Nahrung folgen als Jäger und Sammler. Häuser hingegen weisen auf eine sesshafte Lebensform hin. Die Nahrungsmittel waren immer vor Ort, beispielsweise durch Landwirtschaft oder auch Viehzucht. Kommen wir nun zu der zweiten großen Fundplatzart, den Bestattungen. Durch diese können wir sehr, sehr viel über das Leben der Menschen erfahren. Wir unterscheiden, wie heutzutage auch, Körperbestattung und Brandbestattung. Brandbestattung ist wie heute zu sehen. Die Menschen wurden eingeäschert und die Asche in Urnen verfüllt und diese beigesetzt. Körperbestattungen sind ein wenig komplexer. Wir müssen beobachten, wie sind die Menschen bestattet worden? Liegen sie auf dem Rücken, gerade gestreckt? Liegen sie auf der Seite mit angewinkelten Beinen? In welche Richtung blicken sie? All dies gibt uns Ausschluss über die Art des Totenkultes. Selbstverständlich erfahren wir sehr viel durch die Knochen. Wir können sehen, handelt es sich um einen Mann oder eine Frau? Wir sehen ganz genau, wie alt dieser Mensch war. Und betrachten wir ein ganzes Gräberfeld, so können wir möglicherweise erkennen, wie die Sterberate war. Wie alt sind Menschen geworden? Gab es zu der Zeit möglicherweise Krankheiten, die sich verbreitet haben? Oder kriegsähnliche Zustände? Das erkennen wir anhand von diversen Verletzungen. Allein das ist schon sehr vielfältig. Doch es ist auch möglich, anhand der Grabbeigaben viel über das Wesen der Menschen auszusagen und über ihre Art des Glaubens. Je nach Zeit und Kultur variiert es sehr extrem. Aber es gab doch häufig Grabbeigaben. So wurden Krieger beispielsweise mit ihren Waffen beigesetzt, Frauen hingegen eher mit Schmuck. Und da sehen wir nicht nur, was die Menschen von dem Leben nach dem Tod erwarten, sondern auch, was für Materialien vorhanden waren. Wie wurden diese Materialien be- und verarbeitet? Gab es möglicherweise schon Handelsbeziehungen? Es gibt natürlich auch ganz reiche Gräber, die sich Prunkgräber nennen. Diese sind besonders interessant. Sie waren den wichtigen, einflussreichen Menschen vorbehalten, den sogenannten Herrschern. Und hier finden wir nicht nur Geschmeide, Waffen, reiche Kleidung, Schmuck, sondern auch teilweise Wagen, Pferde, insgesamt Tiere, große Amphoren mit Wein oder Met. Und es ist ebenso der Brauch der Grabfolge bekannt. Das heißt, es wurden Menschen mitbestattet. Es gibt viele weitere Fundplatzarten, die von Belang sind. Wir schauen uns an, wo wurden Rohstoffe gewonnen, wo verarbeitet. Wir schauen uns an, wie die Infrastruktur war, die Wehranlagen. Wir sehen uns Heiligtümer an, wie sie errichtet wurden. Und es gibt natürlich auch diverse Zufallsfunde. Um all dies in einen Kontext setzen zu können, müssen wir andere Wissenschaften einbeziehen. Wir müssen ganz genau schauen, wann ist ein Mensch gestorben? Wir müssen schauen, warum wurden Straßen und Wege so angelegt, wie sie angelegt wurden? Wie war es möglich, diese Häuser so zu errichten, wie sie offensichtlich errichtet wurden? Architektur, Mineralogie, Geologie, Geschichte, Volkskunde, all dies und vieles mehr muss ein Archäologe berücksichtigen. Und das geht nur, indem er sich darauf einlässt, was im Laufe der Zeit geschehen ist.